Im Liegestuhl, im Biergarten lässt sich das Leben genießen, wie lange nicht mehr. Das ist ja auch allen gegönnt, gut und schön. Aber für eine bestimmte Sache ist dieser Wettertraum so passend wie ein Hagelsturm bei der Grillparty. Ein Langstreckenlauf beispielsweise ist genau das, was man nun tunlichst sein lassen sollte. Wenn ich doch nur die Wahl gehabt hätte. Seit 2003 trete ich alljährlich bei der sogenannten Winterlaufsee des ASV Duisburg an. Ein Laufevent von beinahe olympischem Format. Ihren Namen trägt sie stolz und absolut zu Recht. Lauf trotz Frost wäre ein sonst passendes Motto. Manche der Veranstaltungen zwischen Ende Januar und Anfang April startete bei nur knapp über 0 Grad. Auch bei Eis und Schnee und teilweise auch bei Regen. Von der Trainingsvorbereitung mal ganz zu schweigen. Wintertraining hat etwas sehr Spezielles. Zumeist geht es überhalb dunkle Laufstrecken bei Nieselregen, Frost, Eis, Schnee. Das oberste Prinzip lautet, Ausreden gibt es nicht, niemals. Unglaublich aber wahr. Obwohl in der trüben, grauen, wettertechnisch einfach ekelhaften Jahreszeit gegen den allmächtigen Schweinehund angeschwitzt und gerannt wird, senkt gerade diese oft mitleidig belächelte Tätigkeit das Risiko, sich einer Erkältung einzufangen.